Daniel ist Lehrer an der TU Graz. Er hat seine Telucation-Sammelmappe erhalten. Ich bin Maria aus dem Telucation-Ersteller-Team und zeige Ihnen nun, was Sie erwartet. Da ist sie also, unsere Telucation-Sammelmappe. Damit sichergestellt ist, dass die Mappe nun Ihnen oder Ihrem Institut gehört, haben wir von der Organisationseinheit für Lehr- und Lerntechnologien für Sie etwas vorbereitet. Einfach das Pickel abziehen und aufkleben. Schauen wir mal rein. Um die verschiedenen Themenbereiche unterscheiden zu können, haben wir jedem Bereich eine Farbe und ein Symbol zugeordnet. Weil es ständig Neuigkeiten im Bereich E-Learning gibt, haben wir eine flexibel erweiterbare Sammelmappe als Format gewählt. Neue Beiträge, die circa alle 3 Monate erscheinen, erhalten Sie bei den Events der OE Lehr- und Lerntechnologien und auf ausgewählten weiteren Veranstaltungen der TU Graz. Und falls Sie ein Event verpasst haben, können Sie sich in unserem eigens dazu angelegten Teach Center Kurs die aktuellen Beiträge herunterladen. Aber dazu gleich mehr. Kommen wir jetzt zu Daniel. Er hat gerade beim Durchlesen des neuen Beitrags den QR-Code entdeckt. Dieser führt ihn zu weiterführenden Artikeln, Videos oder Webseiten zum Thema. Wie bereits erwähnt, hat unsere Telucation-Sammelmappe ein digitales Ebenbild im Teach Center. Hierfür muss Daniel sich wie gewohnt einloggen und sich im Kurs Telucation einschreiben. Hier findet man alle Beiträge zum Downloaden und Ausdrucken und sogar zusätzliche Übungen zu den unterschiedlichen Themenbereichen. Oh, ich wusste gar nicht, dass E-Learning so vielfältig ist. Das möchte ich in meiner Lehre aber auch einsetzen. Ich schreibe gleich mal dem Team von Lehr- und Lerntechnologien, die können mich dabei bestimmt unterstützen. Aber was ist denn das Graue hier? Das, lieber Daniel, bekommst du nur, wenn du auf die Veranstaltungen der OE Lehr- und Lerntechnologien gehst. Aber ich komme doch gerade vom Lehrstammtisch. Das muss ich wohl übersehen haben. Oh, okay. Dann bekommst du natürlich einen Sticker. Viel Spaß beim Sammeln!